Am allerletzten Tag einer guten Frau von Harlan Ellison Schließlich wusste er, dass die Welt enden würde. Die Gewissheit war mit schrecklicher Langsamkeit erwachsen. Sein Talent war nicht vollkommen, sondern eher ein Juwel mit vielen kleinen Makeln. Hätte er die Zukunft deutlich erkennen können, wäre er nicht nur zum Teil Hellseher gewesen, sein Leben hätte anders ausgesehen. Seine Gier wäre nicht so groß gewesen. Aber die kurzen, vernebelten Blicke fügten sich doch zusammen, und er wußte, dass die Erde vor dem Ende stand. Mit derselben groben Gewissheit, die ihm sagte, dass sie aufhören würde, wußte er, dass es keine Selbsttäuschung war, nicht bloß sein Tod. Es war das endgültige, unwiderrufliche Ende seiner Welt, mit allem Leben darauf. Das sah er in einem geborstenen Bruchstück von Klarheit, und er wußte, dass es in zwei Wochen an einem Donnerstagabend kommen würde. Er hieß Arthur Fulbright, und er begehrte eine Frau. Wie seltsam oder merkwürdig die Zukunft zu kennen, sie in dieser eigenartigsten Art zu kennen, nicht als vereintes Ganzes, als Überlegung eines etwas auf dem Bild des Jetzt, sondern in Bruchstücken und Fetzen, in Abständen und vereinzelt, in summender bewusster Schnelligkeit, ein Lastwagen wird gleich um die Ecke biegen, die ihn beinahe. Carrie Beck wird Erster werden, zu einem Bürger zweier Welten, der Zug wird zehn Minuten früher abfahren, machte. Sah er die Zukunft durch ein dunkles Glas, den zweiten Manschettenknopf findest du im Arzneischrank, und war sich kaum bewusst, was diese Macht versprach. Jahrelang war er ein sanfter, brauner, dahintrottender Mann gewesen, ganz gesummte Worte und milde Blicke, hatte mit seiner verwitweten Mutter in einem Achtzimmerhaus gelebt, umgeben von Geißblatt und Gartenwicke. Jahrelang war er zur Arbeit in einer Stellung unbestimmbaren Typs und Rangs gegangen, Jahrelang ins Haus und zum tröstenden Pastell der Mutter heimgekehrt. Jahre, die wenig Veränderung, wenig Aktivität, wenig Auffälliges und Wichtiges brachten. Und doch gute Jahre, ruhige Jahre. Und stumm. Dann war Mutter gestorben. Seufzend war sie in der Nacht langsam verklungen wie ein ablaufendes Grammophon, wie das alte Grammophon unter einem weißen Tuch im Speicher, und hinübergegangen. Das Leben hatte ihre Melodie für sie gespielt und ebenso natürlich geendet. Für Arthur bedeutete das Veränderung und vor allem Lehre. Nicht länger nun die Nächte ruhigen Schlafs, die Abende ruhiger Unterhaltung mit Halma oder Whist, die Morgenstunden mit Zimttoast und Orangensaft auf dem Tisch. Jetzt war es eine einspurige Landstraße, auf der er allein reisen musste. Lernen in Restaurants zu essen, lernen, wo die frische Bettwäsche lag, die Kleidung zum Flicken und Reinigen geben. Und vor allem in den sechs Jahren seit Mutters Tod zu begreifen beginnen, dass er ab und zu die Zukunft sehen konnte. Es war in keiner Weise erschreckend, nicht einmal überraschend, nachdem er so lange damit gelebt hatte. Das Wort entsetzlich in Zusammenhang mit seinem Blicken in die Zukunft wäre ihm nie in den Sinn gekommen, hätte er nicht jene Nacht der Flammen und des Todes das Ende der Welt gesehen. Aber er sah es, und es machte einen Unterschied. Denn jetzt, wo er sterben musste, jetzt, da ihm noch zwei Wochen und nicht mehr blieben, musste er einen Sinn finden. Es musste einen Grund geben, ohne Bedauern zu sterben. Und trotzdem saß er da, im Lehnstuhl im dunklen Wohnzimmer, das leere Achtzimmerhaus um sich, und es gab keinen Sinn. Er hatte nicht an seinen eigenen Tod gedacht. Mutters Hingang war schwer genug zu ertragen gewesen, aber er hatte gewusst, dass er eines Tages kommen würde, obwohl ihm die Konsequenzen ihres Todes nie aufgegangen waren. Sein eigener Tod war etwas anderes. Wie kann ein Mann 34 Jahre alt werden und nichts haben?", fragte er sich. Wie kann das sein? Es stimmte natürlich. Er hatte nichts, keine Begabung, keine Bestimmung, er würde keine Spur hinterlassen. Und während er seine Mängel aufstellte, kam er zu dem Wichtigsten von allen, zu dem, der ihn als einen kennzeichnete, der noch kein Mann war, gleichgültig, wie er es auch wendete, das Fehlen einer Frau. Er war unberührt, er hatte nie eine Frau besessen. Jetzt, da ihm noch zwei Wochen auf der Erde blieben, wusste Arthur Fulbright, was er mehr als alles andere wollte, mehr als Ruhm oder Reichtum oder Rang. Sein Wunsch für die letzten Tage auf der Erde war einfach und unkompliziert. Arthur Fulbright begehrte eine Frau. Es war ein bisschen Geld da. Mutter hatte über 2000 Dollar in Bar und Pfandbriefen hinterlassen. Er hatte auf seinem eigenen Konto noch einmal 2000 Dollar sparen können. Das machte 4000 Dollar aus, und es wurde sehr wichtig. Aber erst später. Der Gedanke, eine Frau zu kaufen, kam ihm nach vielen anderen Überlegungen. Der erste Versuch betraf eine junge Frau aus seiner Bekanntschaft, die als Stenotypistin in der Rechnungsabteilung seiner Firma arbeitete. Jackie, fragte er sie, nachdem sie sich gelegentlich gegrüßt hatten, möchten Sie äh, hätten Sie Lust, mit mir heute Abend äh, ins Kino zu gehen oder was? Sie starrte ihn neugierig an, und da sie den Abend innerlich für Scrabble mit einer Freundin vorgesehen hatte, nahm sie an. An diesem Abend ballte sie die Faust und versetzte ihm einen solchen Hieb unter die Rippen, dass seine Augen tränten und die Seite ihn fast eine Stunde lang schmerzte. Am nächsten Tag miete das Mädchen mit dem blonden eingedrehten Ponyschwanz, das in der Abteilung historische Romane der Stadtbücherei herumschlenderte. Er hatte oft genug einen Blick in die Zukunft erhaschen können, um zu wissen, was sie bedeutete. Sie war verheiratet, verzweifelt und trug wegen der Feindseligkeit des Ehemanns ihren Ring nicht. Er sah sich in einer unangenehmen Situation mit dem Mädchen, der Bibliothekarin und dem Büchereiaufseher. Er miet die Bücherei. Als die Woche verging, als Arthur begriff, dass er keine der Techniken beherrschte, mit denen andere Männer Mädchen umgarnten, wusste er, dass seine Zeit ablief. Während er spät nachts durch die Straßen ging und nur wenige Menschen sah, aber doch Menschen, die bald im Flammentod umkommen würden, wusste er, dass seine Zeit mit schrecklicher Schnelligkeit ablief. Nun war es kein bloßer Wunsch mehr. Es war ein Drang, ein Trieb in ihm, der seine Gedanken verzehrte, der ihn beherrschte wie nichts zuvor in seinem ganzen Leben. Und er verfluchte seine Mutter für ihre feine, alte Lebensart aus den Südstaaten, für ihr weißes Fleisch, das ihn mit der mütterlichen Nabelschnur an sie gefesselt hatte. Ihre niemals fordernde, stets freundliche Lebensart, die es so einfach gemacht hatte, in dieser Pastellwelt müheloser, kampfloser Genügsamkeit zu leben. Flammend, mit der übrigen Welt sterben zu müssen. Leer. Die Straßen waren kühl und die Laternenpfosten trugen wabernde, unirdische Haarlos. Von weit her klang eine Hupe, verloren im Dunkel, und ein Lastwagen ruckte mit murrenden Dieseleingeweiden an, als eine Ampel umschaltete und fuhr hustend davon. Das Pflaster hatte die kranke Fahlheit faulenden Fleisches, und die Sterne verloren sich im Tintigen einer mondlosen Nacht. Er krümmte sich in seinem Mantel zusammen und lehnte sich in die vage, laubraschelnde Brise. Irgendwo heulte kurz ein Hund, in einer anderen Straße fiel eine Tür zu. Schlagartig war er für diese Geräusche überempfindlich und er wollte zu ihnen gehören, eins mit der Liebe und der Atmosphäre eines Heims. Aber wäre er ein Paria, ein Verbrecher, ein Aussätziger gewesen, er hätte nicht mehr allein sein können. Er verabscheute die Philosophie seiner Kultur, die Männer wie ihm erlaubte, ohne Richtung, ohne Hoffnung, ohne Liebe zu reifen, die er so dringend brauchte. An der Kreuzung auf halbem Weg die Straße entlang tauchte ein Mädchen aus den Schatten auf, ihre hohen Absätze stöckelten rhythmisch auf dem Gehsteig, dann auf der Straße, als sie hinüber und ihres Weges ging. Er schnitt ihr den Weg über den Rasen eines Hauses ab und kam im rechten Winkel auf sie zu, bevor er begriff, was er tat, was seine Absicht war. Da hatte ihn sein Schwung schon hingetragen. Vergewaltigung. Das Wort erblühte in seinem Gehirn wie eine Treibhausblume mit blutroten Blütenblättern, wuchs zu ungeheurer Größe und verdorrte, schwarz an den Rändern, noch während er den Kopf gesenkt, die Hände in den Manteltaschen eilig dahinlief, um ihr den Weg abzuschneiden. Konnte er das, konnte er das bewältigen? Sie war jung und schön, begehrenswert, er wußte es. Sie mußte es sein. Er würde sie auf das Gras legen, und sie würde nicht schreien, sondern würde nachgiebig und anschmiegsam sein. Sie musste. Er lief heraus zu der Stelle, wo sie ihn erreichen musste, und er legte sich auf die feuchte braune Erde in Deckung der Büsche, um auf sie zu warten. In der Ferne konnte er ihre Absätze die Schritte abzählen hören, bis er sich auf sie stürzen konnte. Dann tauchten, während die Begierde ihn verzehrte, andere Bilder auf. Ein verrenkter, halbnackter Körper auf der Straße liegend, ein Mob von brüllenden Männern, die Stricke schwangen, ein Bild von Mutter, das Gesicht aschfahl, von Entsetzen verzerrt. Er preßte die Lieder zusammen und die Wange auf den Boden. Er war die tröstende Allmutter. Er, Arthur, war das Kind, das Böses getan hatte und seine Not war groß. Die Allmutter tröstete ihn, zeigte ihm den Weg, streichelte ihn mit Anstand und tiefer Zuneigung. Er lag da, als das Mädchen vorbeistöckelte. Die Hitze in seinem Gesicht verflog, und es war der Tag des Endes, bevor er ganz zur Normalität und einem Gefühl des Bewusstseins zurückkehrte. Er war der Bestialität entgangen, vielleicht um den Preis seiner Seele. Er war es, er war es wirklich. Der Tag, an dem es geschehen würde. Arthur hatte mehrere Einblicke an diesem Tag so schockierend, so grell in seinem Gehirn, dass er sein Wissen über das Eintreten des Ereignisses neu bestätigt fand. Heute würde es kommen. Heute würde die Welt dahingehen und verbrennen. Eine Vision zeigte hohe Gebäude aus Stahl und Beton, die aufflammten wie Magnesiumpulver, die brannten, als seien sie aus Krepppapier. Die Sonne sah roh aus, als sei sie ein Auge, das jemand herausgerissen hatte. Die Gehsteige zerflossen wie Butter und verkohlte, dampfende Gestalten lagen in der Gosse und auf den Dächern. Es war grässlich. Und es war jetzt. Er wußte, dass seine Zeit abgelaufen war. Da kam ihm der Gedanke an das Geld. Er hob es bis auf den letzten Cent ab, jeden Penny von den 4000 Dollar. Der Direktor der Bank sah ihn merkwürdig an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Arthur antwortete mit einem Epigramm. Und der Direktor wirkte unglücklich. Den ganzen Tag im Büro, natürlich ging er zur Arbeit, er hätte nicht gewusst, wie er den allerletzten Tag aller Tage sonst verbringen sollte, war er nervös. Er drehte sich unablässig an seinem Schreibtisch um und starrte zum Fenster hinaus, wartete auf den blutroten Glanz, der den Himmel überziehen würde. Aber er blieb aus. Kurz nach der Kaffeepause am Nachmittag bemerkte er, dass das Gefühl der Übelkeit in ihm wuchs. Er ging in die Toilette und sperrte sich in eine der Kabinen ein er setzte sich auf die geschlossene schüssel und krampfte die hände um den kopf ein blick tat sich auf wieder ein blick der undeutlich mit den bildern der katastrophe zusammenhing aber jetzt sah sich arthur wie in einem rückwärts laufenden filmstreifen eine bar betreten draußen gab es worte in flackerndem neon die sich auf dem kleinen schwarzglasfenster wiederholten die worte lauteten zur nachteule er sah sich in seinem blauen anzug und er wußte daß er das geld in der tasche hatte an der bar stand eine frau Ihr Haar war im trüben Licht schwach kastanienbraun, sie saß auf dem Barhocker, die langen Beine graziös übereinandergeschlagen, so daß man den Spitzenbesatz des Unterrocks sah. Sie hielt den Kopf in einem seltsamen Winkel, das Gesicht halb zu dem verborgenen Licht über dem Barspiegel erhoben. Er konnte die dunklen Augen und die dicke Schminke sehen, die aber nichts von den scharfen, ungemilderten Zügen ihres Gesichts verbarg. Es war ein hartes Gesicht, aber die Lippen waren voll. Sie starrte ins Leere. Dann verschwand die Vision so schnell, wie sie gekommen war, und sein Mund war voll von der glitschigen Scheußlichkeit seines Mageninhalts. Er stand auf und klappte den Deckel zurück. Dann übergab er sich heftig, aber ohne etwas zu besudeln. Danach ging er in sein Zimmer zurück und holte sich das Branchentelefonbuch. Er schlug unter Bars nach und fuhr mit dem Finger die Seite entlang, bis er die Nachteule-Ecke Morrison und 58. Straße fand. Er fuhr eigens nach Hause, um sich frisch zu machen, um seinen blauen Anzug anzuziehen. Sie war da, die langen Beine in derselben Haltung, der Rand des Unterrocks sichtbar, den Kopf schief, Haar und Augen, wie er sie gesehen hatte. Es war beinahe so, als durchlebe er erneut eine dramatische Rolle, die er schon einmal gespielt hatte. Er ging auf sie zu und setzte sich auf den Barhocker neben ihr. Darf ich. Darf ich Ihnen einen Drink anbieten, Miss? Sie nahm seine Gegenwart und seine Frage nur mit einem halben Nicken und einem leisen Laut zur Kenntnis. Er winkte dem Barmixer und sagte, ich möchte ein Glas Ginger Ale. Geben Sie der jungen Dame bitte, was sie haben möchte. Die Frau zog eine Braue hoch und murmelte: Bourbon und Wasser, Ned. Der Barmixer entfernte sich. Sie saßen stumm nebeneinander, bis er mit den Gläsern zurückkam und Arthur bezahlt hatte. Dann sagte das Mädchen: Danke. Arthur nickte und drehte das Glas in dem feuchten Ring auf der Theke. Ich mag Ginger Ale. Mit Alkohol konnte ich eigentlich nie etwas anfangen. Es macht Ihnen nichts aus? Sie drehte sich herum und starrte ihn an. Sie war tatsächlich ganz attraktiv, mit kleinen Fältchen am Hals, um den Mund und die Augen. Was zum Teufel soll es mir ausmachen, ob Sie Ginger Ale trinken? Sie könnten Ziegenmilch trinken, und es wäre mir egal. Sie wandte sich ab. Arthur antwortete hastig. Oh, ich hab's nicht bös gemeint. Ich wollte nur Ach, lassen Sie's. Aber ich. Sie fuhr ihn an. Hör mal, Meg. Ist was mit dir? Hast du einen Vorschlag? Los, es ist spät und ich bin kaputt. Arthur war entsetzt. Nun, da er den Tatsachen ins Gesicht sehen sollte, er hätte am liebsten geweint. Es war durchaus nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. Seine Kehle schnürte sich zusammen. Ich, ich, ich. Ach Gott, habe ich mir nicht gedacht, einer von der Sorte. Passiert nur mir. Sie kippte den Whisky hinunter und rutschte vom Barhocker. Ihr Rock glitt über die Knie und wieder herunter, als sie zur Tür ging. Arthur spürte wie Panik in dem Aufstieg. Das war die letzte Chance, und es war wichtig. Oh, wie wichtig. Er fuhr auf dem Hocker herum und rief ihr nach. Miss. Sie blieb stehen und drehte sich um. Ja. Ich dachte, wir könnten. darf ich mit Ihnen reden? Sie schien sein Problem zu spüren, und ein verstehender Ausdruck erschien auf ihrem Gesicht. Sie kam zurück und blieb ganz nah vor ihm stehen. Also, was wollen Sie? Haben Sie. Äh haben Sie heute Abend etwas vor? Ihr verschlagener Blick wurde geschäftlich. Kostet sie 15 Piepen? Haben Sie so viel? Arthur war zu Steinerstart. Er konnte nicht antworten. Aber als begreife seine Hand, dass es Zeit war zu handeln, tauchte sie in die Jackentasche und zog die 4000 Dollar heraus. Sechs 500-Dollar-Scheine, knisternd frisch. Er hielt sie dem Mädchen hin, dann schob die Hand sie in die Tasche zurück. Die Hand war der Geschäftspartner, er selbst nur ein Zuschauer. Mensch, murmelte das Mädchen mit glitzernden Augen, Sie sind nicht so übel, wie ich dachte, Freund. Haben Sie eine Wohnung? Sie gingen zu dem großen, stillen Haus, und er zog sich im Badezimmer aus, denn es war das erste Mal, und die Angst war ein Felsblock in seiner Brust. Als es vorbei war und er warm und glücklich dalag, erhob sie sich vom Bett und ging zu seinem Jackett. Er starrte sie an und war von einem seltsamen Gefühl erfüllt. Er wußte, was es war, denn er hatte entfernt Verwandtes empfunden im Gefühl für seine Mutter. Arthur Fulbright kannte die Liebe, eine Abart von ihr, und er sah dem Mädchen zu, als sie die Geldscheine herausholte. Mensch, flüsterte sie und berührte ehrfürchtig das Geld. Nimm es, sagte er leise. Was? Wie viel? Alles. Es bedeutet nichts. Dann fügte er hinzu, als sei dies das größte Kompliment, das er sich vorzustellen vermochte. Du bist eine gute Frau. Die Frau hielt das Geld fest umklammert, viertausend Dollar. Was für ein simpler Trottel! Da lag er im Bett und hatte nichts, was er dafür vorzeigen konnte. Aber sein Gesicht zeigte ein so seltsames Leuchten, als besitze er etwas sehr Wichtiges, als gehöre ihm die Welt. Sie lachte leise in sich hinein, am Fenster stehend, wo das schwach rosige Glühen der Mitternacht ihren nackten, feuchten Körper einhüllte. Und sie wusste, was zählte. Sie hielt es in der Hand. Das rosige Glühen wurde rötlich, dann rot, dann blutrot. Arthur Fulbright lag auf dem Bett, und es war ein Friede in ihm, tief wie das Meer. Die Frau starrte auf das Geld und wusste, was wirklich zählte. Das Geld zerfiel einen knappen Augenblick zur Asche, bevor ihre Hand es tat. Arthur Fulbrights Augen schlossen sich langsam, während draußen die Welt so rot und heiß wurde, und das war alles.